Bei uns wohnt im Haus ein gewisser Herr Kraus, der geht Tag für Tag jeden Abend aus. An Schlaf denkt er nie, kommt nach Hause erst früh, das erzählt mir Frau Meier von vis-à-vis. Neulich traf ich den Mann und da sprach ich ihn an und ich fragte ihn, Sie schlafen wohl nie. Doch da hat er gelacht, das wird sonntags gemacht, sagt er höflich, entschuldigen Sie. Ja, das ist mein Sonntagsvergnügen. Da schlaf ich mich mal richtig aus, bis 10 Uhr im Bette zu liegen. Da bringt mich so leicht keiner raus. Da hat mich kein Wecker zu wecken. Ich schlafe, solang mir's gefällt. Denn das ist mein Sonntagsvergnügen. Was Schöneres gibt's nicht auf der Welt. Doch der Traum ist bald aus, eines Tags wird Herr Kraus Soldat und er zieht den Zivilrock aus. Er wundert sich sehr, dass man beim Militär immer früh aufstehen muss, das missfällt ihm sehr. Und am Sonntag darauf macht er einfach nicht auf, selbst das Wecken beachtet er kaum. Und den Feldwebel dann sieht voll Staunen er an und er sagt zu ihm halb noch im Traum. Ja, das ist mein Sonntagsvergnügen. Da schlaf ich mich mal richtig aus, bis 10 Uhr im Bette zu liegen. Da bringt mich so leicht keiner raus. Da hat mich kein Wecker zu wecken. Ich schlafe, solang mir's gefällt. Denn das ist mein Sonntagsvergnügen. Was Schöneres gibt's nicht auf der Welt.